In einem meiner letzten Videos habe ich gezeigt, wie ich mir meinen PC zusammengebaut habe. Dafür habe ich das Fractal Define R6 Gehäuse benutzt. Welche Vorteile das beim Zusammenbau und beim Betrieb eines Computers bietet, zeige ich euch in diesem Video. Das ganze Gehäuse ist modular aufgebaut. Fangen wir zum Beispiel oben beim Deckel mal an. Da ist natürlich eine Aussparung für eine mögliche Wasserkühlung, die man einbauen kann. In meinem Setup habe ich keine Wasserkühlung verwendet. Nichtsdestotrotz, hier schnell gezeigt, den Deckel kann man abnehmen und auch einfach wieder draufsetzen. Was auch sehr praktisch ist, ist, dass beide Gehäusetüren sich öffnen lassen, ohne dass man Schrauben benötigt, und auch wieder schließen lassen. Man kann die verschrauben, muss die aber nicht unbedingt verschrauben, die lassen sich einfach so einrasten. Hier auf der Rückseite kann man wunderschön erkennen, wie das Kabelmanagement funktioniert. Von links kommen die Kabel, die oben an die USB-Anschlüsse, an den USB-Anschlüssen enden oder an den Audio-Steckern am Gehäuse, an der Gehäusevorderseite enden. Da ist natürlich dann auch das Kabel für den An- und Ausschalter dabei und den Reset-Knopf. Das Netzteil ist rechts unten eingebaut, entsprechend kommen da die Kabel zum Mainboard auch nochmal raus und die können von hinten halt relativ komfortabel mit Klettbändern befestigt werden und es gibt solche Durchführungen an der Rückseite, die dafür sorgen, dass wir möglichst wenig Kabellage auf der Vorderseite, also beim Mainboard, dann am Ende haben. Die Schächte auf der linken Seite sind dafür gedacht, Festplatten einzubauen. Dazu gibt es auch nochmal so extra Schächte, die mitgeliefert werden. Ich habe die alle ausgebaut, um den Luftstrom zu verbessern. Man sieht also, dass es relativ flexibel und modular aufgebaut, das ganze Gehäuse. Kommen wir jetzt aber zur Vorderseite. Natürlich wie auf der Rückseite auch, die Tür kann ich einfach rausnehmen, da muss ich nicht mal für schrauben. In der Detailaufnahme kann man von der Vorderseite nochmal schön sehen, was es für Kabeldurchführungen gibt. Es gibt zwei auf der Unterseite. Da kann ich dann zum Beispiel die Kabel für den An- und Ausschalter rausführen. Auf der linken Seite sieht man das Kabel für die Soundkarte. Wenn wir ein Stück weiter nach oben gehen, finden wir dann zum Beispiel die Durchführung für die Stromkabel für die Grafikkarte, die Gehäuselüfter oder natürlich auch das Stromkabel fürs Mainboard. Das kriege ich jetzt mit dem Fokus nicht so gut hin, aber auch auf der Oberseite gibt es zwei Kabeldurchführungen. Da kann zum Beispiel das Kabel für die Stromversorgung der CPU durchgehen. Von innen hat man dann auch nochmal einen Blick auf die beiden Gehäuselüfter. Diese Trennwand, die man jetzt hier sieht, die kann man wohl laut Anleitung auch noch nach hinten versetzen, wenn man halt diesen Zwischenraum nicht nutzt. Ich nutze den ja auch gar nicht, aber da ich jetzt keinen Nachteil im Luftstrom sehe, habe ich den jetzt einfach mal hier so gelassen, wie er ist. Wir können jetzt noch einen Blick nach hinten werfen. Man sieht halt unten das eingebaute Netzteil. Von unten kann auch nochmal Luft gezogen werden und unten befindet sich auch nochmal ein Staubfilter. Kommen wir zur Fronttür. Die Fronttür ist irgendwie so magnetisch verriegelt, die kann relativ einfach auf- und zugemacht werden. In welche Richtung die öffnet, das lässt sich auch noch mal nachträglich ändern, da man die aber nicht so oft aufmacht, oder ich mache die zumindest nicht auf, weil ich kein CD-Laufwerk drin habe, ist mir das relativ egal, in welche Richtung die öffnet. Interessant hier vorne ist, dass man eine Aussparung für ein CD-Laufwerk hat und man hat auch noch hier dieses Gitter hinten dran verstärkt, sind die zwei Gehäuselüfter und in dem Gitter ist auch als Besonderheit ein Staubfilter nochmal drin. Zusammenfassend kann man sagen, das Gehäuse ist wirklich sehr auf Komfort ausgelegt, viele Schrauben lassen sich mit der Hand lösen, es ist sehr modular aufgebaut, man kann es also seinen Bedürfnissen nach anpassen. Die beiden entscheidenden Kaufgründe für mich waren einmal diese Schalldämmungsmatten, die auf der rechten, linken und auf der Vorderseite zu finden sind. Und ein weiterer Kaufgrund waren die sehr leise Lüfter, die bereits mitgeliefert und montiert sind. Von denen höre ich jetzt im aktuellen Betrieb kaum etwas. Immerhin sind drei Lüfter dabei, das Gehäuse ist auch relativ teuer, aber einen leisen Lüfter zu kaufen und dann auch noch drei davon, da könnt ihr mal schauen, auf welchem Preis ihr allein schon für die Lüfter landen werdet. Von daher finde ich das gar nicht so arg teuer, das Gehäuse. Wenn ihr Erfahrungen mit dem Gehäuse habt, freue ich mich natürlich auch über eure Kommentare.